Grüß Gott, Schlossverwaltung Neuschwanstein. Ich bin der Nils, ich habe mal eine Frage. Ist der König Ludwig zu Hause? Der ist nicht zu Hause, nee. Also du bist jetzt die Frau Königin? Ich bin jetzt die Frau Königin, ja. Ich habe bloß keine Krone. Ich habe mal eine Frage wegen Schloss. Ja. Braucht ihr noch ein Schlossgespenst? Ein Schlossgespenst? Ja. Wieso möchtest du das machen, oder? Die haben heute im Kindergarten gefragt, was wir mal hätten wollen. Da musst du aber ganz, ganz arg die Leute erschrecken. Kannst du das? Das kann ich. Das kannst du? Ja. Was bekommt man da so, wenn man fest angestellt ist als Schlossspenst? Oh, da muss ich erst einmal verhandeln, was man dir da zahlen würde. Hey, hallo, du bist die Königin. Jede Königin hat eine Schatzkammer. Ja, aber ich habe ja noch nicht einmal eine Krone, habe ich da ja schon gesagt. Also meine Oma zum Beispiel, die hat eine Krone. Was für eine Krone hatten die? Im Mund. Ich habe ja so ein Kostüm. Da hast du so ein Gespensterkostüm, oder? Ja, und dann habe ich hier so einen Kürbiskopf, warte mal. Die haben jetzt noch Angst, wenn sie mich so sehen. Und wenn du den aufziehen würdest, wenn du zu uns kämst? Kann ich auch machen. Kannst du auch machen. Sieht doch gut aus, oder? So ist es ja Telefon, da siehst du das gar eben nicht. Warte mal. Kommst nicht mal raus, oder oh, was? Oh Mist, ich krieg den Kopf nicht mehr ab hier. Ja, und jetzt? Warte mal, ich lauf mal gegen die Wand, das geht vielleicht am besten. Wo ist denn hier eine Wand? Hast keine Augen drin im Kürbis? Nur eins, weil man da. So, jetzt ist er ab. Na super. Jetzt habe ich ein ganz nasses Gesicht. Und schmeckt nach Kürbis, oder? Ja, so ein bisschen. Gut, dann würde ich bei euch mal rumkommen. Also kommst du mal rüber. Und okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben hier ja einen Moderator früh. Ja. Also hier beim Radio. Der sieht auch nicht besonders hübsch aus. Oh, hoffentlich hört er das nicht. Oder?